willkommen bei Energy On, dem Kanal, wo es um deine Energie geht. Hier zeige ich dir Powerhacks, mit denen du dein Energielevel anheben kannst und wie du wieder voll in deine Energie kommst. Hier ist Cornelia Kavan, bin Energetikerin, Elektrotechnikerin und Energy Coach. Und heute möchte ich gerne über den Zauber des Wassers sprechen. Wasser ist nämlich gerade in unseren Breitengraden, hat das eine geringe Bedeutung, einen geringen Stellenwert, und das hängt eben auch damit zusammen, dass es für uns so selbstverständlich ist. Schön, dass du dabei bist. Wasser besteht eben nämlich nicht nur aus der berühmten Formel H2O, sondern Wasser hat noch ganz viele andere Eigenschaften, die für unsere Prozesse, für unsere Gesundheit und auch für unseren Energielevel verantwortlich sind. Einer, der das eben auch entdeckt hat, das ist der Japaner Masaru Emoto. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber er ist durch seine Wasserbilder sehr berühmt geworden. Er ist nämlich auf die Idee gekommen, Wasser einzufrieren, und dann hat er diese gefrorenen Eiskristalle unter dem Mikroskop angeschaut. Und da hat er ganz fantastische Entdeckungen gemacht. Er hat nämlich festgestellt, dass bei manchem Wasser diese Eiskristalle total zerstört sind, also keine wirklichen Strukturen haben, und andere Wasserkristalle wunderschöne Kristalle zeigen. Und er hat das dann auch näher auch untersucht. Und dabei hat er eben festgestellt, dass Wasser eben die Fähigkeit hat, Informationen, Gedanken und auch Gefühle zu speichern. Und da hat er dann, ist er dann auf die Idee gekommen, dann Wasser zu untersuchen. Also im Internet gibt es ja ganz viele Bilder dazu. Ich habe dann ein Beispiel davon mitgebracht. Das ist das Wasser vom Fujiwara-Damm. Hier siehst du das normale Wasser, wie es eben völlig die Strukturen aufgebrochen und zerstört sind. Und hier ist eben dieser wunderschöne Kristall. Nachdem das Wasser eben längere Zeit mit Gebeten besprochen worden ist. Und er hat dann eben auch festgestellt, dass man Wasser zum Beispiel mit bestimmten Worten besprechen kann und dass dadurch dann sich die Kristalle dann ganz anders ausrichten. Das ist dann zum Beispiel auch noch das Bild, nachdem Wasser mit Danke besprochen worden ist. Das schaut doch wunderschön aus, oder? Und ich habe dann in meinem Freundeskreis so eine Wasserverkostung gemacht. Das war so eine Idee, indem ich verschiedene Wassergläser, also das gleiche Wasser natürlich, auf unterschiedliche Zettel gestellt habe. Eins war mit Liebe, Dankbarkeit, Freude, und dann waren eben auch noch ein paar Gläser mit Wut, Hass, Zorn. Und dann habe ich diese Gläser markiert und meinen Freunden dann zum Verkosten gegeben. Und das Spannende, was dabei herausgekommen ist, dass alle festgestellt haben, dass Wasser, das mit positiven Informationen angereichert worden ist, viel weicher und angenehmer schmeckt und das andere Wasser ja härter schmeckt. Also man schmeckt wirklich einen Unterschied. Also du kannst das eben auch selber ausprobieren. Ich kann dir das nur empfehlen, das ist wirklich faszinierend. In weiterer Folge habe ich mir dann noch natürlich zu diesem Thema noch überlegt: Moment mal, wir selbst bestehen ja auch zu 50-60% aus Körperflüssigkeiten und Wasser, ja? Also neben dem Blut noch. Und wenn das schon beim Trinkwasser solche Auswirkungen hat, welche Auswirkungen hat es denn dann auf meinem Körper, wie ich über mich selbst denke, ja? Wie ich mich gerade in dem Moment fühle oder wie ich auch über mich spreche oder zu anderen Leuten spreche. Ja? Das hat doch einen riesen Unterschied, wie sich dann meine Wasserkristalle dann ausrichten. Und dann habe ich eben auch noch die Information gelesen, dass eben die Güte des Wassers davon abhängt, ob sich die Wasserkristalle dann auch hexagonal ausrichten. Und ein wirklich gutes Wasser, bei dem sind eben die Wasserstoff- und die Sauerstoffmoleküle in einem Sechseck angeordnet. Das ist dann so wie die optimale Struktur, wie man ja auch hier bei diesen Kristallen sieht. Und dann wollte ich natürlich wissen, wie das bei mir jetzt drinnen, bei meinen Körperflüssigkeiten ausschaut. Und ich habe das eben mit der Fingerring-Methode überprüft. Die Fingerring-Methode, für die, die es noch nicht kennen, man macht eben mit dem Zeigefinger und dem Daumen jeweils einen Ring, ja, die fügt man ineinander zu einem Kettenglied.
Und dann muss man noch rausfinden, was ist mein Ja und mein Nein. Das findet man ganz einfach, indem man sagt, ich heiße und du sagst dann deinen Namen. Wenn es dann so zubleibt, ist das dein Ja. Und wenn es aufgeht, ist das dein Ja. Ich heiße Cornelia, das ist mein Ja. Dann kann man noch sagen, gerade am Anfang ist man noch sehr viel im Kopf, ja, dass man den Kopf ausschaltet, kann man noch sagen, ich bitte meinen Geist oder meinen Verstand zur Seite zu gehen und jetzt spreche ich wirklich mit meiner Intuition. Und dann habe ich natürlich gefragt, ja, wie viel Prozent sind denn meine Wasserkristalle in meinem Körper hexagonal ausgerichtet? Sind es mehr als 50%, mehr als 60%, mehr als 70%, mehr als 80%, mehr als 90%, 100%? Ja. Mehr als 100% geht nicht, ja, also 100%. Und dann habe ich zu mir selber gesagt, das war natürlich eine schöne Information, und dann habe ich ja den Test auch noch gemacht. Ich habe dann zu mir selber gesagt, oder kann ich auch jetzt hier machen, ich bin wütend, ich bin super wütend, ich bin total wütend auf mich selbst. Und dann habe ich nochmal den Test gemacht, zu wie viel Prozent sind jetzt meine Wasserkristalle hexagonal ausgerichtet? Mehr als 50%, mehr als 60%, mehr als 70%? Nein, also dann ist dieser Wert schon auf 65% heruntergegangen. Das ist natürlich jetzt immer nur eine Momentanaufnahme, aber damit möchte ich dir einfach auch zeigen, dass dir bewusst ist, welche Auswirkungen das auf die Struktur der Kristalle deiner Körperflüssigkeiten hat, wie du über dich denkst, wie du überhaupt denkst und welche Gefühle du hast. Und das hat mich doch ziemlich beschäftigt und hat mir dann doch den Anreiz gegeben, hier mein Denken über mich selbst ein bisschen zu überdenken, ja, also wirklich zu verbessern. Und weil ich einfach möchte, dass die Kristalle in meinem Körper wirklich hexagonal ausgerichtet sind und so strahlen wie bei diesem Danke, das ich dir vorher gezeigt habe. Ich kann dir das nur nahelegen, dass du da auch ein bisschen bewusster mit dir selber eigentlich umgehst. Ja, das hat wirklich eine große Auswirkung. Und natürlich kannst du eben das auch mit dem Wasser machen, das du trinkst. Ja, das geht, du kannst das eben auch mit Energie anreichern. Das geht ganz einfach, zum Beispiel, wenn du es länger, ein paar Minuten auf die Blume des Lebens stellst. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Schaut so aus, kannst du einfach im Internet ein Foto downloaden, ausdrucken und dann dein Glas oder eine Wasserkaraffe da ein paar Minuten draufstellen. Kannst du auch dann mit der Fingerring-Methode austesten, ob sich die Qualität oder eben auch die Güte, der energetische Zustand des Wassers dadurch verbessert. Oder wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, du brauchst ein bestimmtes Gefühl, kannst du auch einen Zettel schreiben mit Mut und das Wasser draufstellen und dann trinkst du quasi wie Mut und du wirst merken, es macht auch einen Unterschied. Ja, das ist wirklich eine spannende Welt des Wassers. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Experimentieren mit diesen Gefühlen, mit dem Wasser, mit dem Verkosten und auch mit dem, was du trinkst. Ja. Es ist wirklich eine ganz spannende Welt. Mir macht sehr viel Freude, damit zu experimentieren. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir einen Daumen nach oben, da freue ich mich mega drüber. Schreib mir eben auch unter das Video, ja, wie es dir damit geht, ja, wie du darüber denkst, ob du Sachen ausprobiert hast. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Energy on, deine Cornelia. Mhm.